Moin, moin, liebe Leute, da sind wir wieder mit Alice19 und mit dabei ist die Lane. Ja, hallihallo, ihr Lieben. Lang, lang ist her. Ihr seht schon, wir sind mal wieder auf der Südhämmern. Der Modder hat zu Ostern die Map ein bisschen aufpoliert. Er hat Global Company draufgeschmissen. Und so einige anderen Sachen noch dazu gemacht, geändert, verbessert. Und nun sind wir wieder, ich weiß ja nicht, also auf jeden Fall meine. Ich weiß nicht, ob bei Lane auch das so ist. Lieblingsmap, bis auf den NF natürlich. Naja, ich mag am liebsten NF. Naja, gut, okay. Auf jeden Fall sind wir wieder auf der Südhämmern. Als Let's Play. Wenn jemand noch mit dabei sein möchte, einfach bei der Lane melden. Dann müssen wir da ein paar Termine uns aussuchen, weil wir das machen können zum Aufnehmen. Ansonsten werde ich das hauptsächlich alleine machen, mit Lane zusammen oder wie auch immer. Mal gucken, mal schauen. So. Und hast du dann auch mal eine saubere Hose an? Immer diese Dreckhose hier. Na, guck mal deine an, ist auch nicht viel besser. Kannst du dir wohl kein Waschmittel leisten, wa? Wo sind denn meine Füße schon wieder? Und meine Beine sind schon wieder nicht da. Oh ja. Überall dasselbe. So, ja, Leute, aber viel Spaß dann erstmal dabei. Mal sehen, wie lange wir durchhalten hier. Na. So, als erstes muss ich aber jetzt erstmal was verkäufeln und den Kredit hochschrauben, dass wir überhaupt was machen können, ja. Erstmal die kleinen, ganz kleinen fupsiligen Fahrzeuge weg. Willst du den ganz kleinen Fendt behalten oder willst du denn den anderen nehmen? Ich will mein Einhorn haben. Na, 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 na. Ich will. Ich will. Aber. Was aber? Die Kartoffelfeld ist nicht mehr Kartoffel drauf. Das habe ich verheimlicht. Die Kartoffel ist aber daneben. Ja, ja, das kleine Feld da drüben. Habe ich schon gesehen. So, also weg damit. Den Sechser auch weg. Alles weg. Wir hauen hier alles weg. Wir kaufen alles neu und somit haben wir noch ein bisschen Geld. So, und im Durchschnitt wird so ein Let's Play Folge so im Durchschnitt 15 bis 20 Minuten laufen. Circa. Und wir fangen natürlich hier bei 0 an. Also das ganz normale Geld, was da ist. Plus Kredit. Die ganzen, ja, kann keiner sagen, ist gescheatet. Ups, den Dinger hier weg. Oh. Wenn wir damit durch sind, dann ist die Folge schon um. Liebe Leute, dann habt ihr nur gesehen, wie wir hier gekauft und verkauft haben. Oh. Und so. Okay, letzte. Zurück. Schauen wir mal. 700 noch was. Uiuiui. Das wird aber knapp, Leute. Das wird eine knappe Nummer hier. So, jetzt schauen wir mal, wie viel Kredit wir noch uns genehmigen können. Ja, wa? Dollarzeichen gehen. Kredit haben wir 0 zu laufen. Okay, dann geht's los. Go. Bin mal gespannt, wie wir bekommen von der Bank. Naja, es steigt ja schon mal. Ohne Kredit. Eine Million ist schon mal. Ohne Kredit wird erstmal gar nichts, ja. Weil die lehnen wir ja ihre teuersten Fahrzeuge hier schon wieder haben hier. Ja, ja. Ich schätze mal, bei 1 Million ist vorbei. Kredit. Oh, ja, ja, ja. Immer durchklicken. Oh, gar noch mehr als wie 1 Million. Hey. Ostergeschenke, wa? Ja, sieht so aus. Du kannst dir denn deine
Kram alleine kaufen, was du brauchst oder fahren möchtest. Brauche ich ja nicht unbedingt noch selber das machen. Kannst du ja machen, was du fahren möchtest, so wie du es haben möchtest. Und wir haben natürlich nur einen Hof. Wir arbeiten hier alle mal zusammen, die noch mit bei sein möchten, wie auch immer. So bei 2 Millionen höre ich erstmal auf, im Fall wir noch mehr brauchen, dann muss ich natürlich noch erweitern. So. Mein Finger ist wund. Hilfe, ich bin schon wieder alleine. Ach, bist du ja alleine? Aha. Ich bin nur beim Kaufen. Beim Kaufen, ach so. Mit Tussi-Tasche? Nix. Und Schuhe zu wechseln und Hosen? Wenn du mal eine saubere Hose an hast, ja. Und vernünftige Schuhe? Kuno. So, was tue ich mich denn gönnen hier? Was brauche ich denn? Wir brauchen erstmal ein Mähdrescher. Ja. Ich nehme mal schon mal den Anhänger und Sammelwagen noch, ne? Ein Mähdrescher brauchen wir. Für Stroh aufsammeln und für so. Dazu müssen wir nämlich dann erstmal den kleinen hier nehmen, so. Design ist erstmal wurscht. Motor kann man gar nicht auswählen. Größe, Reife, Reifen, Design. Nee. So. Hä, wo sind denn die Anhänger hin, die wir sind zu machen? Auf dem, bei Onkel Yogi. Nee, habe ich schon durchgeguckt, da sind sie nicht. So, die Drescher haben wir. Und dann brauchen wir jetzt noch ein Heidewerk. Das ist nur eine normale Krone. Heidewerk. Ich finde die nicht zum Einfärben. Yogi. Da sind sie nicht. So, dann brauchen wir den hier hinten. Kann er doch hoffentlich damit umgehen. Hauptfarbe. Glasgrün. Da. Jetzt sind die nicht. Da gehen ja nicht mehr die 100.000 drin. Guck mal bitte richtig. Hab ich. Das haben wir. Da gehen bloß 50.000 drin. Bist du dort verkehrt? Und ich bin bei Yogi. Guck doch selber nach. Was für einen suchst du denn? Ja, den normalen, den ich auch auf meinem Hof habe und. Der was? Einen normalen zum Aufladen, zum Abfahren. Den großen. Und den Sammelanhänger, aber auch den großen. Da sind nur kleine. Sammelhänger. Ganz normale Anhänger, wisst ihr. Oder. Den Stroh. Zum Einfärben. Einmal zum Stroh einsammeln und einmal zum. zum Abfahren. So, ganz hinten. Der Krone ab. Die sind noch im normalen Feld drin beim Kaufen. Die für die LKWs, die sind bei Yogi drin und bei den ganz normalen Hänger sind. Kein LKW. Die ganz normalen Hänger sind beim ganz normalen Fach drin. Der Anhänger, ja, da ist aber nicht drin. Ganz hinten durch. Immer weiter bis. War ich doch. Bis nach hinten und dann kommt er. Bis nach hinten durchscrollen. Komisch. Ich war schon ganz hinten durch und da war nichts. So. Dann werden wir mal schnell zum Shop.
Mähdrescher abholen? Ey, der Job ist ja schon voll. So, und der zum Aufsammeln? Oh, sitzt schon drinnen ein Trecker. So. Angeschmissen, die Olga hier. Ladewagen. Ich hoffe, der Kleine kann damit umgehen, mit dem großen Schneidewerk hier. Müssen wir doch nochmal tauschen. Ja, hier ist ein bisschen enger als sonst. So. So, einmal rum hier. Getreide kommt dann hier gleich in die Mühle rein. Das braucht man dann für das Mehl. Mehl. Hä? Ich habe gedacht, erstmal für die Hühner. Die Hühner? Ja. Brauchst du Eier? Frühstückseier? Na, mal gucken. Oh. Alt. Spann. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob er es schafft, ja. Für die alten Hasen unter euch hier brauche ich ja bestimmt nicht die Map noch extra noch zeigen. Da wisst ihr ja, wie die Südhämmern aufgebaut ist. Da ist ja nicht, hat sich ja nicht viel geändert. Sind ja eben halt nur die Produktion mit dazu gekommen. Achso, muss er mal aufklappen. Muss ihn noch aufklappen. Ah, das ist ja ganz nett gemacht hier. Was denn? Hier hinter der Hauswand ist das, wo wir extra Schilder für kaufen mussten, ist hier schon angebracht. Was du von wie viel, was du wo wie viel drinne hast. Ja. So, Feuer frei. So. Ich hoffe, es gefällt euch, was wir hier so machen jetzt hier. Und wie gesagt, wenn da noch jemand bei ist von den Jungs und Mädels, die mit uns das hier zusammen machen wollen, dann einmal Bescheid sagen bei der Lane. Ja, wie immer. Und dann müssen wir gucken, wie das passt mit den Terminen. Ansonsten will ich ja dann hier auch alleine umher. Geht da nicht richtig runter. Wird doch zu klein. Ich würde doch noch tauschen. Oh. Da ist das Kartoffelfeld. Das war hier sonst immer hier auf dem Feld, wo ich hier lang peitsche. Ja, hier ist auch der Weg, den Lehen einfach hier eingekascht hat und die Bäume einfach abgemäht hat hier, abgesägt hat hier, wo ich eigentlich immer noch das Geld dafür kriege. Du kriegst gar nichts. Was heißt, ihr kriegt gar nichts? War mein Feld? Nee, dein Feld ja, aber nicht dein Weg. Natürlich, mein Weg, mein Feld. Beide Felder waren meins. Der Weg gehörte dazu, hatte Wegerecht. Also kam der Weg weg, weil er gestört hat.
rum. Zack, zack. Machst du da Erkundigung oder was machst du da? Nee. Oh, rum. Und die Sonne scheint auch hier so toll. Wetter meint es gut mit uns hier. Haben auch schon mal gehabt, dass wir im Regen gestartet sind hier. Wollen wir nichts machen. Oh, auslaufen lassen. Zack. Setzen. Schaffen wir es noch bis da oben. Hoch! Den Fuhl! Tja. Da musst du dir wohl einen Trecker holen. Und dich selber abpumpen. Hä? Dafür bist du doch mit da. Hallo. Ich tue hier schon Stroh sammeln. Hallo. Ja, hallo. Abfahrer. Hab ich nicht. Kauf dir einen Trecker. Hänger steht auf dem Hof. Abfahrer. Hab ich nicht. Na gut, Leute. Dann muss ich wohl erstmal nochmal mir einen Trecker besorgen. Ja. Aber die Zeit ist auch schon um. Für die erste Folge. Von der Südhämmern. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt doch ein bisschen in die Kommentare rein, dass da was drin steht, ne? Ansonsten sehen wir uns dann wieder zur nächsten Folge. Bis dahin, habt's euch gut und ciao. Ciao, ihr Lieben.